Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. So, bevor ich jetzt gleich anfange zu lesen, kurz mal eine Sache gesagt. Und zwar kann es gleich passieren, dass ich eventuell mal huste oder räusper oder sonstiges, denn ich habe momentan echt Halsschmerzen. Warum ich trotzdem aufnehme, ist einfach der Grund, ich habe einfach Bock. Ich habe gerade einfach wirklich Bock aufzunehmen. Da ist es mir scheißegal, ob ich Halsschmerzen habe oder nicht. Ich habe hier auch einen Tee neben mir stehen, also wundert euch nicht, falls ich vielleicht gleich mal ein Schlückchen Tee trinke oder sowas. Es ist einfach nur, damit es ein bisschen besser wird, Leute. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich habe die Nacht kaum geschlafen wegen den Halsschmerzen, das war echt scheiße. Aber ist halt so, ne? Passiert. Gut, trotzdem, heute aufnehmen, ich hab Bock und deshalb gibt's wieder ein altbekanntes Buch. Die 2920er Reihe, Regenhand, Band 4. Regenhand haben wir noch nicht gelesen. Das Komische ist aber, dass, als ich das Buch eben gefunden habe, habe ich kein Level-Up bekommen. Also, das ist ja eigentlich ein Lehrbuch. Und da bekommt man ja eigentlich ein Level-Up. Zumindest in diesem Bereich, ne? Ich aber nicht. Das heißt, ich muss das schon mal aufgenommen haben. Hab's aber nie gelesen. Ich besitze das noch nicht. Ich habe immer in meiner Kiste nachgeguckt. Aber nö. Es kann sein, dass ich das mal irgendwann aufgenommen habe. Die Wachen haben mich gestellt. Und ich hab's geklaut und die haben es mir abgenommen. Das kann natürlich sein. Aber gut. Regenhand, Band 4, oder Regenhand 2920, Band 4, das letzte Jahr des ersten Zeitalters von Carl of Actonway. Dritte Regenhand 2920, Kalthafen, Reich des Vergessens. Suphasil eilte so schnell er konnte durch die geschwärzten, halb im Brückwasser versunkenen Räume des Palastes. Überall um ihn herum glitten scheußliche, gallertartige Kreaturen ins Schilf zurück. Weiße Flammen loderten gelegentlich in den oberen Bögen des Saales auf, bevor sie wieder verschwanden und zahlreiche Gerüche strömten auf ihn ein. Ranziger Tod in einem Moment, süßes, blumiges Parfüm im nächsten. Er hatte die Daedra-Prinzen schon oft im Reich des Vergessens besucht, aber jedes Mal erwartete ihn etwas anderes. Er kannte seinen Auftrag und ließ sich nicht ablenken. 8 der bedeutendsten Daedra-Prinzen erwarteten ihn in dem halbgeschmolzenen, gewölbten Raum. Asura, Göttin des Sonnenauf- und Sonnenuntergangs. Boetia, Prinz der Heimtücke. Herameus, Mora, Daedra des Wissens, Hirsin, der Jäger, Malakaf, Gott der Flüche, Merunes Dagon, Prinz des Unheils, Molagbal, Prinz des Zorns und Sheogorath, der Verrückte. Über ihn warf der Himmel gequälte Schatten auf die Zusammenkunft. Fünfte Regenhand 2920, Insel Arteum, Somerset-Insel. Suphasils Stimme drang aus der Höhle hervor. Schieb den Stein weg. Die Geweihten gehorchten sofort und rollten den großen Felsen beiseite, über den der Eingang zur Traumhöhle versperrte. Suphasil trat mit ascheverschmiertem Gesicht ins Freie. Er war sehr erschöpft. Er fühlte sich, als sei er Monate oder Jahre weg gewesen, aber es waren nur einige Tage vergangen. Lilatha nahm seinen Arm, um ihn zu stützen, aber er schüttelte den Kopf und lehnte ihre Hilfe gütig lächelnd ab. »Wart ihr erfolgreich?«, fragte sie. »Die Daedra-Prinzen, mit denen ich gesprochen habe, stimmen unseren Bedingungen überein«, antwortete er. »Katastrophen wie die von Gil Verdal sollen in Zukunft verhindert werden. Nur durch bestimmte Vermittler wie Hexen oder Hexenmeister werden sie den Ruf von Menschen und Meer beantworten.« »Und was habt ihr von ihnen im Gegenzug versprochen?«, fragte der Nordjunge Gutbein. »Die Vereinbarung, die wir mit den Daedra treffen«, sagte Suphasil, während sie weiter auf Lachesis Palast zugingen, wo er sich mit dem Meister der Psychisch-Orden treffen wollte, »sind nicht für die Ohren der Unschuldigen bestimmt.« Achte Regenhand 2920, die Kaiserstadt Cyrodiil. Ein Sturm trommelte gegen die Schlafzimmerfenster des Prinzen und brachte den Geruch feuchter Luft mit sich, der sich mit dem Duft von Weihrauch und Kräutern aus den Rauchfässern vermischte. »Ein Brief eurer Mutter, der Kaiserin, ist eingetroffen«, sagte der Kurier. »Sie erkundigt sich besorgt nach eurer Gesundheit.« »Was für besorgte Eltern ich doch habe«, lachte Prinz Juliek von seinem Bett aus. »Es ist ganz natürlich, wenn eine Mutter sich Sorgen macht«, sagte Savirien Schorak, der Sohn des Potentanten. »In meiner Familie ist alles unnatürlich, Akavir. Meine verbannte Mutter fürchtete, dass mein Vater mich für einen Verräter halten könnte, der gierig auf die Krone ist und mich deshalb vergiften lassen will«, sagte der Prinz, ließ sich verärgert auf sein Kissen zurückfallen. »Der Kaiser hat darauf bestanden, dass ich für alle meine Mahlzeiten einen Vorkoster habe, genau wie er auch.« »Es gibt viele Komplotte«, stimmte der Akavir zu. »Ihr habt seit beinahe 3 Wochen ans Bett gefesselt und fast jeder Heiler des Reiches war schon einmal in diesem Zimmer. Zumindest können alle sehen, dass ihr stärker werdet.« »Stark genug, um bald die Vorhut gegen Morrowind zu führen, hoffe ich«, sagte Juliak. 11. Regenhand 2920, Insel Arteum, Somerset-Insel. Die Geweihten standen schweigend in einer Reihe und blickten in den langen, tiefen, mit Marmor eingefassten Graben vor ihnen. In den Flammen loderten.
Die Hitze ließ die Luft über ihnen vibrieren. Obwohl jeder Schüler versuchte, eine unerschrockene und emotionslose Miene aufzusetzen, war ihre Furcht beinahe so deutlich spürbar wie die Hitze. Sofasil schloss die Augen und sprach den Zauber des Feuerwiderstands. Langsam schritt er durch das Becken voller lodernder Flammen und kletterte auf der anderen Seite wieder heraus, vollkommen unverletzt. Noch nicht einmal seine weiße Robe war angesenkt. Der Zauber wird durch die Energie verstärkt, die ihr durch eure eigenen Kräfte einbringt. Genau wie bei allen anderen Zaubern. Eure Willensstärke sind der Schlüssel. Nachdem ihr den Zauber ausgesprochen habt, müsst ihr vergessen, dass es überhaupt einen Grund dafür gibt, dass ihr einen Zauber braucht, der euch vor den Feuern schützt. Versteht mich nicht falsch. Widerstand bedeutet nicht, die Realität des Feuers zu ignorieren. Ihr werdet die Substanz des Feuers spüren, ihre Struktur, ihren Hunger und sogar ihre Hitze, aber ihr werdet wissen, dass sie euch nicht wehtun oder verletzen können. Die Schüler nickten und einer nach dem anderen sprachen den Zauber aus und gingen durch das Feuer. Einige gingen sogar so weit, eine Handvoll Feuer aufzunehmen und hineinzublasen, sodass es sich wie eine Blase ausdehnte und zwischen ihren Fingern zerschmolz. Sufasil lächelte zufrieden. Sie bekämpften ihre Furcht vortrefflich. Der Oberaufseher Targalif kam eingelaufen. Sufasil, ein Malexia ist auf Artium eingetroffen. Larises schickt mich, euch zu holen. Sufasil wandte sich von Targalif nur einen Moment lang zu, aber die Schreie teilten ihm sofort mit, was passiert war. Der junge Nordgutbein hatte den Zauber nicht richtig ausgesprochen und brannte. Der Geruch von verbranntem Haar und Fleisch versetzte die anderen Schüler in Panik, die sich bemühten, aus dem Becken herauszukommen und ihre Kameraden mit sich zu ziehen. Aber der Rand war zu steil. Sufasil löschte das Feuer mit einer Handbewegung seiner Hand. Mit einer Handbewegung seiner Hand, genau. Was denn? Gutbein und einige andere Schüler hatten leichte Verbrennungen erlitten. Der Hexenmeister bedachte sie mit einem Heilzauber, bevor er sich wieder Targalif zuwandte. Ich werde gleich mit euch kommen, Almalexia aber erst einmal Zeit geben, den Staub der Straße abzuschütteln. Sufasil wandte sich mit strenger Stimme wieder zu seinen Schülern zu. Furcht zerstört keinen Zauber, aber Zweifel und Inkompetenz sind die größten Feinde jedes Magiers. Meister Gutbein, ihr werdet eure Sachen packen. Ihr werdet ein Boot anfordern, das euch morgen früh aufs Festland bringt. Der Hexenmeister fand Almalexia und Lachesis lachend im Arbeitszimmer, heißen Tee trinkend. Sie waren auch schöner, als er sie in Erinnerung hatte, obwohl er sie noch nie zuvor so zerzaust gesehen hatte. Sie war in einer Decke gehüllt und ließ ihre langen schwarzen Locken über dem Feuer runterbaumeln, um sie zu trocknen. Als sie Sufasil hereinkommen sah, sprang sie auf und umarmte ihn. »Seid ihr den ganzen Weg vom Morrowind hierher geschwommen?« lächelte er. »Es gießt in Strömen von Himmelswacht bis zur Küste«, erklärte sie und erwiderte sein Lächeln. »Obwohl wir nur eine halbe Meile entfernt sind, regnet es hier nie«, lachte Lachesis stolz. »Natürlich vermisse ich manchmal den Trubel von Somerset und manchmal sogar das Festland selbst. Trotzdem bin ich immer sehr von allem dort draußen beeindruckt, die etwas zustande bringen. Es ist eine Welt voller Ablenkung. Da ich von Ablenkung spreche, was höre ich da ständig von einem Krieg?« »Ihr meint den Krieg, der den Kontinent jetzt schon seit 80 Jahren mit Blut tränkt?« fragte Sufasil amüsiert. »Ich nehme an, das ist der, den ich meine«, sagte Lachesis achselzuckend. »Und wie verläuft dieser Krieg?« »Wir werden ihn verlieren. Außer ich kann Sufasil überzeugen, Artium zu verlassen«, sagte Almalexia, und ihr Lächeln erstarb dabei. Sie hatte eigentlich warten und allein mit ihrem Freund darüber sprechen wollen, aber der alte Altmar gab ihr zu den Mut, weiterzudrängen. »Ich hatte Visionen. Ich weiß, dass es so kommen wird.« Sufasil schwieg einen Moment und schaute dann Lachesis an. »Ich muss nach Morrowind zurückkehren.« »Ich kenne euch. Wenn ihr etwas wollt, dann tut ihr es auch«, seufzte der alte Meister. »Der Weg der Psychisch besteht darin, sich nicht ablenken zu lassen. Kriege werden gekämpft, Reiche erheben sich und gehen wieder unter. Ihr müsst gehen, genauso wie wir.« »Was meint ihr, Lachesis? Ihr verlasst die Insel?« »Nein, die Insel wird das Meer verlassen«, sagte Lachesis, und seine Stimme nahm einen verträumten Klang ein. »In einigen Jahren werden die Nebel über Artium ziehen und wir werden verschwunden sein. Wir sind von Natur aus Ratgeber und so wie es jetzt aussieht, gibt es zu viele Ratgeber in Tamriel. Nein, wir werden gehen und zurückkehren, wenn das Land uns wieder braucht, vielleicht in einer anderen Ära.« Der alte Altmeer erhob sich mühsam und trank seinen Tee aus, bevor er Sufasil und Almalexia verließ. »Verpasst das letzte Boot nicht.« Anmerkung, Fortsetzung der Geschichte des Jahres 2920 im Band Zweite Saat. Ja, was ich euch jetzt schon sagen kann, Zweite Saat habe ich noch nicht gelesen, aber das wird noch kommen. Keine Sorge, das habe ich nämlich schon gesehen in meiner Liste. Ich habe aber dafür schon Erste Saat gelesen und Erste Saat ist der Vorgänger von diesem hier. Das heißt, falls ihr irgendwie den Vorgänger mal lesen wollt, Erste Saat und so weiter. Aber das könnt ihr alles, ne? Ja. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt nichts getrunken, ich musste mich auch nicht räuspern oder sowas. Das finde ich komisch. Also es ist nicht so, als hätte ich das jetzt unterdrückt, weil ich eben nicht irgendwie dumm dastehen will, sondern ich muss es einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich ununterbrochen rede. Beim Reden muss ich das vielleicht nicht. Kann sein. Aber gut.
Leute, wenn es euch gefallen hat, Moment mal, hier so und so und dann ja so. Schaltet im nächsten Mal wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.